Hallöle, Gourmetbox-Time. Gourmetbox ist angekommen. So, da schauen wir jetzt rein, was wir da drin haben. Als erstes wieder jede Menge Karten. Jede Menge. Und da haben wir Fall Stuff. Mal wieder das Magazin. Pinkbox hat keins drin gehabt. Dafür die Gourmetbox. Ja, was haben wir hier Schönes? Gourmet, 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 Essen, 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 Trinken, Saufen, Essen, Trinken, Saufen, keine Ahnung, alles Mögliche. Alles, was gehobenes Verspeisen von Lebensmitteln und so zu tun hat. Ich will aber wissen, was da drin ist. Jetzt interessanter als die Zeit. So, ich sehe als erstes Rooibos-Chai-Tee. Rooibos-Chai-Tee, ja. Rooibos-Tee mag ich, Chai-Tee mag ich jetzt nicht so wirklich. Bin eigentlich ja mit einem Früchtetee-Fan, aber... Das wird hier schon ausgetrunken. Und wenn ich es Tata vorsetze. So, was haben wir hier? Viel Glück. Viel Glück hatte ich doch schon mal. Finde ich jetzt nicht so faszinierend, dieses Viel Glück. Naja, ist halt... Ich laufe danach nicht tanzend und singend und Händchen halten mit der halben Welt durch die Gegend. Aber man kann es trinken. So ist es nicht. Johannisbeere Banane haben wir hier auch noch mal. Was war das hier übrigens? Traube Maracuja. Ja, irgendwie hätte ich mir das jetzt farblich andersrum vorgestellt. Ich hätte jetzt hier irgendwie Banane erwartet und nicht hier. Naja, nun gut, egal. Was haben wir noch? Wir haben, oh, Kürbis-Birnen-Chutney mit Ingwerwürfeln. Mit Ingwerwürfeln. Ja, Tata, also da hast du was Leckeres zu futtern. Viel Spaß, kriegst du nächstes Mal mit. Bourbon Vanille. Das Bourbon Vanille kann man immer brauchen. Praktisch, perfekt. Für Süßspeisen, von Creme Brûlée bis Topfkuchen. Alles kann man mit sowas machen. Und dann haben wir, oh, weiße Kuvertüre. Weiße Kuvertüre. Perfekt. Weiße Kuvertüre, die kann man auch immer brauchen. Perfekt. Sehr schön. Backen liegt ja bei uns in der Familie angeblich. Ich weiß es nicht. Ich backe leider zu selten, weil ich sowieso nicht so essen darf. Und deswegen backe ich leider viel zu selten. Weil, aber wenn ich backe, dann macht es mir richtig Spaß. Und dann haben wir hier einen Trixi. Einen Trixi von Gefu. Einen Speisenformer. Da kann ich dann Speisen formen. Oder so. Ist der variabel zu verstellen? Sieht nämlich hier so aus, als wenn ich den... Ah, drei verschiedene Designs. Sind hier jetzt drei verschiedene Designs drin? Oder ist da nur ein? Ne, sind drei verschiedene. Sehr schön. Sehr schön. Nein, sind keine drei verschiedene. Es gibt drei verschiedene, aber ich habe jetzt nur zwei Runde. So, zwei Runde. Schade, so ein Dreier-Set wäre viel cooler gewesen. So ein, weiß nicht, Herzförmchen, Dreiecke, Blümchen. Ja, gibt's alles. Und ich habe rund. Kann ich mir runde Eier formen. Wobei, rund ist gar nicht so verkehrt. Kann ich Mini Pancakes oder so da drin machen, dann werden die endlich auch mal gleich. Kann man übrigens auch super nehmen, wenn man Buletten macht. Wenn man für Hamburger Brötchen oder so. Wenn man Hamburger selber macht, kann man damit wunderbar das Hamburgerfleisch in Form pressen und dann ganz in Ruhe braten. Kleiner Trick. Funktioniert wirklich recht gut. Ja, das war die Gourmetbox. Ja, ich kann euch sagen, ich habe sie noch ein paar Mal. Sie müsste jetzt noch, ich weiß gar nicht, zweimal kommen, glaube ich. Zwei Boxen, ich weiß es gar nicht. Muss ich nachgucken. Auf jeden Fall, ich hatte ja so ein Jahresding abgeschlossen, so ein Jahresabo, insgesamt 6 Boxen. Und ich werde sie nicht verlängern. So viel steht für mich fest, ich werde sie nicht verlängern, weil sie sich, finde ich, für mich nicht rentiert. Wie es für euch ist, weiß ich nicht. Es sind ja immer ganz nette Sachen durchaus mal drin. Man hat durchaus auch schon Nettes und Leckeres ausprobiert. Aber es macht für mich einfach keinen Sinn, weil... den Kram kaufe ich meistens nirgendwo anders dann nach, weil da muss man hinterherrennen, ihn überhaupt zu finden. Und zum anderen finde ich auch den geldlichen Gegenwert jetzt irgendwie nicht so berauschend, dass ich sage, hey, das ist jetzt super. Selbst solche Former habe ich schon. Sogar in Herzform. Aber nun gut. So ist es halt. Ja, wie gesagt, ich finde die Box jetzt nicht so überragend, dass ich sie weiter bestellen werde. Irgendwann wird es, wie gesagt, aufhören mit den Gourmet-Box-Videos bei mir. Und ja, die Box an sich, der Inhalt ist okay. Ich kann jetzt nicht wirklich viel mit anfangen. Die Kuvertüre ist schön, die Bourbon-Vanille ist cool. Und der Rest ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir gekauft hätte. Daher, nun denn.
Wie findet ihr die Box? Schreibt es mir mal unten rein. Hat sie euch gefallen? Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!